Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 9. Januar 2020. Mein Name ist Norbert Gieso. Wie wir sehen können, rücken die Planeten enger zusammen. Wie wir gleich noch sehen werden, ist morgen Abend ja Vollmond im Krebs. Und wir sehen hier Saturn und Pluto jetzt nur noch 19 Bogenminuten voneinander getrennt. Sonntagabend ist die Konjunktion der beiden, die Sonne auch dicht dran und Merkur, hier der Klumpen im Steinbock, Jupiter auch, der macht schon auch Druck. Ich höre das von allen Seiten, dass die Menschen eben aufgrund ihrer unterschiedlich individuellen Lebenssituation und ihrer unterschiedlichen Lebensthemen eben viel Druck empfinden. Was kann man da eigentlich machen? Im Grunde erstmal gilt es, das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Möglicherweise ist ja dieser Druck auch dann da, wenn nicht diese Konstellation gerade vorherrscht oder sie macht das dann nur sichtbar. Wir erleben das mal, wie es ist. Und es ist schwer zu unterscheiden, ob etwas jetzt durch eine bestimmte Konstellation hervorgerufen wird oder angezeigt wird. Oder ob diese Konstellation uns einfach mal mehr in die Tiefe führt, wo wir die Dinge wahrnehmen, die sowieso schon da sind, wie es ja oft so bei Kindheitsthemen oder Kardinalthemen des Lebens ist, wo die meistens im Unbewussten lagern und uns von da zwar beeinflussen, aber wir sie nicht direkt wahrnehmen. Aber in einer Konstellation, wo es hier wie mehr in die Tiefe geht, dann haben wir mal Zugang dazu, was ja ganz gut ist, um die Dinge mal klar sehen zu können. Nur dann haben wir auch die Möglichkeit, hier etwas verändern zu können oder über das Bewusstsein dessen etwas ändern zu können. Hilfreich ist, wie ich ja gestern im Video sagte, sicherlich Bewegung, also geistige Bewegung, hier Mars im Schützen, geistige Bewegung, uns oft mal das Gesamtbild klar zu machen, sozusagen aus der engen Identifizierung mit bestimmten Bereichen herauszutreten und mehr so den Raum auch wahrzunehmen, innerhalb dessen das passiert, oder uns auch zu besinnen auf unsere spirituellen oder religiösen Wurzeln. Meditation ist ein probates Mittel, wo wir eben lernen, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und zu erkennen, wie wir ständig daran rumschrauben wollen. Gespräche, heilsame Gespräche mit Freunden, die vielleicht auch spirituell sind oder die auf unserer Wellenlänge sind, das kann auch sehr hilfreich sein, weil wir eben dadurch erkennen, wir stehen mit unseren Problemen oder Themen nicht alleine da. Sich auch mal bewusst zu machen, dass eigentlich jeder Mensch so jetzt so seine Probleme hat und wir nicht alleine das sind, diese Selbstbezogenheit mal aufzulösen kurz, um zu sehen, ah, viele Menschen haben jetzt Themen, etc., etc. Heute Morgen um 9:43 Uhr wird der Mond, der sich jetzt hier noch im letzten Grad des Zwillings aufhält, wo ich das Video aufnehme, ins Zeichen Krebs wechseln bis zum Sonnabendmittag. Sonnabendmittag geht es dann weiter in den Löwen. Das heißt, wir haben hier so zwischen 9 und 11 haben wir so Mondwechselenergie, wo es ein bisschen unklar ist, in welche Richtung das geht. Und dann wechselt der Mond in den Krebs. Und das bedeutet eben, die Grundenergie wird sehr viel emotionaler. Mit dem Mond im Krebs suchen wir, wünschen wir uns, sehen wir uns nach emotionaler Sicherheit, emotionaler Verbundenheit, nach einem Ort, sowohl ganz konkret wie auch im übertragenen Sinne, wo wir uns zu Hause fühlen. Menschen, denen wir rückhaltlos vertrauen können, was man sozusagen idealtypisch als Familie bezeichnen würde. Es können aber auch alte Familienthemen immer hochploppen, wenn Mond im Krebs ist, weil eben auch diese Gefühle so stark angesprochen werden. Hier aus dem Krebs macht dann der Mond mittags um 12:50 Uhr das Quadrat zu Chiron, die Möglichkeit, hier nochmal auf alte Wunden und Verletzungen zu schauen. Und dann um 14:23 Uhr Sextil zu Uranus, die Möglichkeit, auch gewisse Freiheitsluft zu schnuppern. Und dann abends um 11:30 Uhr steht er hier auf dem nördlichen Mondknoten. Auch eine sehr karmische Konstellation. Der Mond wirkt aber allerdings ja immer nur 1, 2 Stunden und deutet die Dinge dann nur an. Ja,
Und dann ist morgen Vollmond abends um 20:21 Uhr, was bedeutet, dass der Mond sozusagen jetzt in die größte Entfernung zur Sonne geht. Hier ist eine ganz starke Spannung dann da, wie immer beim Vollmond, die hier eben darin besteht, dass der Mond hier dieser Konstellation von Sonne, Merkur, Saturn und Pluto dann gegenübersteht. Die ganzen Regeln, die Politik, die großen Themen stehen hier unserem Gefühl gegenüber. Und es gilt halt dann, diese Dinge gefühlsmäßig einzuordnen, zu fühlen und möglicherweise auch einen Weg zu finden, emotional die Dinge dann auch gut abzulegen. Auf diesen Vollmond schauen wir morgen nochmal. Morgen am Freitag dann wie gewohnt die Aussichten zum Wochenende. Wer mehr über die Saturn-Pluto-Konjunktion und andere Themen hören möchte, kann gerne auf andere Videos von mir schauen. Da habe ich die Links unterhalb des Videos angegeben in den letzten Tagen. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.